Stell dir vor, Joelle hat sich wieder mit diesem blonden Model getroffen. Er war bei ihr und sie hatten die ganze Nacht wilden Sex. Ach ja, ist das das, was du willst? Wilden Sex mit einem blonden Model? Naja, also ich meine, du müsstest jetzt nicht unbedingt Model sein, aber... Ach, willst du mir sagen, ich bin dir nicht wild genug? Nee, das habe ich nicht gesagt. Du hast es aber angedeutet. Hab ich nicht. Ich meine, ich habe ja nur erzählt, was Joelle erlebt hat. Ich meine, hey, guck mal, du bist total, absolut wild. Du bist total wild. Aber wir wissen halt beide, dass ich manchmal... Was? Manchmal... Was wissen wir beide? Naja, die Initiative ergreife. Tust du nicht? Zum Beispiel heute Morgen? Ja. Also eigentlich war ich derjenige, der es vorgeschlagen hat. Und deine erste Reaktion war halt nein. Oh mein Gott. Ich dachte, wir haben intakten Sex und jetzt willst du mir sagen, dass du dich mit mir langweilst? Ich finde dich doch nicht langweilig. Ich würde halt bloß manchmal gerne ein bisschen spontaner sein dürfen. Ah, spontaner. Wie denn spontaner? Naja, okay. Ich würde zum Beispiel nicht immer ein Kondom benutzen. Ja, sorry, aber ich habe überhaupt keinen Bock, schwanger zu werden. Willst du etwa ein Kind? Ich jedenfalls nicht, bevor wir uns das nicht leisten können. Aber was hat denn jetzt eigentlich Geld damit zu tun? Du hast keins! Aber andere Leute haben doch auch kein Geld und die haben doch trotzdem Kinder. Wie machen die das denn? Der eine geht arbeiten, der andere kümmert sich um die Kinder. Willst du etwa zu Hause bleiben und dich um die Kinder kümmern? Weil ich will das auf jeden Fall nicht. Ich weiß auch gar nicht, warum wir überhaupt jetzt darüber reden. Du hast doch angefangen. Hab ich nicht. Ich hab von was ganz anderem hab ich geredet. Wovon hast du geredet? Warte mal. Nein, so nicht. Lass es einfach jetzt da. Nein, egal, vergiss es. Komm, nein. Oh, und jetzt bist du beleidigt, oder was? Warum sagst denn du das jetzt? Ich gehe jetzt arbeiten. Tschüss!